Hallo und herzlich willkommen. Heute dreht sich alles um ein sehr wichtiges Körperteil unseres Körpers. Nämlich, es geht um unsere Füße. Unsere Füße tragen uns Tag ein, Tag aus, 365 Tage durchs Leben. Warum schenken wir unseren Füßen nicht mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und gehen lästigen Fußschmerzen auf den Grund? Du hast Fußschmerzen und weißt überhaupt nicht, wo diese herkommen. Vielleicht bist du barfuß gelaufen oder hast den Fuß über eine längere Zeit falsch belastet. Eine Ferndiagnose kann ich nur schwer stellen, aber ich kann dir Übungen zeigen, und zwar genau 3 Stück, mit denen du deinen Fuß massieren kannst, dehnen kannst und mobilisieren kannst. Bleib dran, mach mit, los geht's! So, bevor wir jetzt mit den Übungen beginnen, möchte ich erst einmal nochmal die Jessica hier willkommen heißen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir wollen euch gleich 3 Fußübungen zeigen und das ist in diesem Fall auch total passend. Ich habe vorher mit der Jessica gesprochen und sie hat mir gesagt, sie hat öfter mit Fußschmerzen zu kämpfen. Im Prinzip haben wir jetzt hier wie so ein kleines Live-Experiment. Wir machen also die Übungen und die Jessica kann uns gleich im Anschluss direkt Rückmeldung geben, was das mit ihrem Fuß gemacht hat, mit den Schmerzen und wie sich der Fuß danach anfühlt. Ja, das ist wahr. Ich leide leider ein bisschen an Fußschmerzen. Speziell mit Fußkrämpfen habe ich zu tun. Aber ich hoffe, damit werde ich das ganz gut in den Griff kriegen und ich sage euch dann auch Bescheid, ob es was gebracht hat. So, es geht los mit der ersten Übung. Damit wollen wir den Fuß massieren. Was braucht ihr? Ihr braucht einen kleinen Faszienball, der dann ungefähr so aussieht. Den verlinken wir euch auch gerne mal unter unserem Video. Wenn ihr den nicht zu Hause habt, ist das auch überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt vorerst einfach mal einen Tennisball dazu nehmen oder einen Golfball, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Mit dem Fuß geht ihr jetzt mit der Fußsohle auf den Ball und wir wollen den gesamten Bereich der Fußsohle abrollen. Jessica kann starten, also von vorne bis hinten und auch die Zehen und Ferse nicht vergessen. Und hier schaut mal drauf, dass ihr versucht, besonders empfindliche Partien auszumachen und dort auch ruhig mal ein bisschen intensiver mit dem Ball zu arbeiten. Das heißt, wenn ihr so einen Punkt gefunden habt, dann könnt ihr da ruhig einmal verweilen und so ein bisschen mehr Druck drauf geben, auch mal ruhig punktuell. Dennoch müsst ihr auch vorsichtig sein und das auch schonend machen. Also hört da auf euren Körper, was für Signale gibt er euch. Bei dieser Art der Massage ist im Prinzip alles erlaubt, was gut tut. So, wenn ihr jetzt also einen Punkt ausgemacht habt, der besonders empfindlich ist, könnt ihr da ruhig verweilen. Es darf also da auch mal ein wenig schmerzen, jedoch muss der Schmerz immer noch gut auszuhalten sein. Wirklich mal mit Druck da arbeiten, einen Punkt ausmachen und da punktuell arbeiten. Was wollen wir mit dieser Fußmassage jetzt erreichen? Wir wollen die Fußsohle, das Fußgewölbe massieren, lockern und infolgedessen einfach entspannen. Wir kommen zu Übung Nummer 2. Damit wollen wir den Fußrücken ein bisschen dehnen. Ihr könnt euch jetzt mal so hinsetzen, wie Jessica das macht, also in den Schneidersitz. Ich weiß, viele können nicht im Schneidersitz sitzen, aber findet eine Position, dass ihr jetzt euren Fuß, Jessica zeigt uns das einmal, wie wir den jetzt greifen wollen, dass ihr den einfach so greifen könnt und zwar mit der Hand am Ansatz der Zehen oben festhalten könnt bzw. ziehen könnt. Wir wollen nun den Fuß so ein bisschen Richtung Fußsohle biegen, dehnen. Da dürft ihr einen intensiven Dehn- oder Spannungsreiz auf der Fußrückseite spüren. Durch diese Dehnung wird dann einfach eine Spannung aufgebaut und so der Fußrücken gedehnt. Diese Position haltet ihr für eine gewisse Zeit. Tastet euch aber stets langsam ran und jetzt nicht mit Gewalt irgendwie an dem Fuß ziehen oder so. Also wirklich schön mit Gefühl. Wir wollen den Fuß tatsächlich hier auch nicht überfordern, weil das, was wir da machen, passiert ganz selten im Alltag, dass wir da wirklich mal in diese Dehnung reinkommen. Also den Fuß einfach locker fassen über den Zehen und nach hinten ein bisschen schieben und diese Dehnung einfach durchführen. Auch hier all das ist erlaubt, was euch gut tut. Übung Nummer 3. Ich habe diese Übung Zehenziehen getauft. Ihr werdet jetzt schnell merken, warum die Übung so heißt.
warum machen wir die Übung? Wir wollen die Füße so beweglich halten und denen einfach auch Beweglichkeit geben, weil oft sind die im Alltag ja in unseren Schuhen eingesperrt und bekommen da gar nicht die Beweglichkeit, die sie eigentlich brauchen. So, wir fangen beim großen Zeh an. Den nehmt ihr jetzt in die Hand und wie ihr es gerade gesehen habt, haben wir eben zur einen Seite gedehnt und jetzt dehnen wir im Prinzip zum Fußrücken hin und ziehen den Fuß, den Zeh, Entschuldigung, zum Fußrücken. Diese Spannung haltet ihr ungefähr 10 Sekunden und arbeitet euch dann vom großen Zeh bis zum kleinen Zeh fort. Ihr dürft die Spannung merken jetzt an der Fußsohle. Ja, da kann sich jetzt so eine kleine Spannung, so ein Dehnreiz aufbauen. Im Alltag ist es so, dass der Fuß meist zusammengezogen wird, also dass man bewusst bzw. unbewusst in die andere Richtung eher krallt beim Gehen und hier wollen wir bewusst, nämlich in die genau entgegengesetzte Richtung bewegen. Durch den Alltag und wenn wir immer gehen und im Schuh sind, wird die Beweglichkeit unter der Fußsohle einfach eingeschränkt und es kann zu Schmerzen im Bereich der Ferse führen. Mit dieser Übung wollen wir dem Ganzen entgegenwirken und einfach ein bisschen mehr Beweglichkeit zurückbringen. Genau, ihr könnt vom Zeh bis zum kleinen Zeh vorgehen, aber ihr könnt auch mal versuchen, alle gleichzeitig in die Hand zu nehmen und die gemeinsam genau in diese eine Richtung zu bewegen. Dadurch kann es auch sein, dass ihr Schmerzen im Bereich der Ferse lindern könnt und so einfach die Spannung komplett rausnehmen könnt. Probiert es mal aus. So, das waren unsere drei Übungen und ich bin jetzt total gespannt, was Jessica uns für ein Feedback gibt. Wie bist du mit den Übungen zurechtgekommen? Wie fühlen sich deine Füße jetzt an? Also ich muss schon sagen, bei der ersten Übung konnte ich schon einen Punkt feststellen, der mir etwas mehr geschmerzt hat als die anderen. Und das zeigt mir einfach nur, dass ich diese Übung routinemäßig in meinen Alltag einbinden sollte. Das habe ich mir auch vorgenommen jetzt. Bei der zweiten Übung war das so, dass das nach vorne den geschmerzt hat, das nach hinten den nicht. Deshalb werde ich das wahrscheinlich eher mehr trainieren als das andere. Und ansonsten fühlen sich meine Füße ganz gut an. Ich hoffe, euch hilft das genauso wie mir. Wenn ja, könnt ihr dem Video auch ein Like da lassen. Ihr könnt auch unseren Kanal abonnieren, damit ihr nicht mehr solche Videos verpasst und uns einen Kommentar in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.